Hey Freunde, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur mal sagen, dass ich jetzt auch einen eigenen Discord-Server habe. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Unbedingt mal beitreten. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Bis dahin und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe, Freunde. Ich habe mal wieder einen neuen Undercover-Account. Und ihr seht schon, ich habe hier zwei Blätter in meinem Inventar. Und die heißen schon so komisch. Schuldschein. Melde dich bei unterstrich Reeftree unterstrich oder so. Und Schulden 1000 Euro. Was das wohl ist, werden wir jetzt herausfinden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Plot von unterstrich Reeftree, wie auch immer sie heißt. BH unterstrich Reeftree. So, und da sind wir auch schon. Durchrasten Steuerbüro. Schuldner bitte an Plotbesitzer wenden. Liebe Grüße, Skyguy TV. Okay, also ich kann euch schon mal sagen, dass Skyguy diese Schilder nicht aufgestellt hat. Und dass es auch nicht das offizielle Durchrasten-Steuerbüro ist. Hier ist er auch schon. Oder sie. Sitzt da irgendwie ganz komisch. Rezeption steht da. Ich würde sagen, wir schreiben es einfach mal an. MSG-Reeftree. Hey. Es ist ein Mädchen. Sie dreht sich um. So ganz komisch. Keine Ahnung, was das jetzt hier soll. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Scam ist. Hey, sie sind schon da. Ja, haben Sie mich etwa erwartet? Fragezeichen. Ja. Ja, Sie sind ja wohl nicht ohne Grund hier, oder nicht? Ich glaube, wir spielen einfach mal mit. Ja, ich habe diesen komischen Zettel bekommen. Weiß aber nicht, was ich gemacht habe. Natürlich wissen sie das, schreibt sie. Nein, weiß ich nicht. Ich bin ziemlich neu hier. Entschuldigen Sie, ich kann manchmal etwas lauter werden. Okay, das ist alles ziemlich komisch und ich gehe mal davon aus, dass das ja auch Scam ist. Also fallt auf solche Sachen nicht rein. Keiner wird euch hier einen Schuldschein aufdrücken vom Team. Warum sind sie wohl hierher gekommen? Weil sie sich ihrer Strafe stellen wollen. Aber was habe ich denn falsch gemacht? Der Spieler wird auf jeden Fall nachher auch gebannt, denn sich als Durchrasten-Teammitglied auszugeben und Geld einzutreiben, ist bei uns auf jeden Fall verboten. Kommen wir zum Punkt. Steuerhinterziehung ist auf Durchrasten verboten, schreibt sie. Aber wo habe ich denn Steuern hinterzogen? Falls du Fragen hast, diese Einrichtung hat eine Lizenz von Skyguy TV erhalten. Das glaube ich jetzt eher nicht. Sie haben 5 Jahre keine Steuern gezahlt. Ich frage einfach mal, wo kann ich die Lizenz von Skyguy TV sehen? Sie können ja auch ein Scammer sein. Ich weiß nicht, sie will, glaube ich, dass wir mitkommen. Da ist ein Schild von ihm. Ja, okay, das Schild hätte aber jeder setzen können. Das Schild hätte jeder setzen können. Aber egal, fahren wir fort. Mal sehen, was sie jetzt hier an der Rezeption will. Sie müssen zahlen. Naja. Wenn das so ist. Und schulden dem Durchrastenstaat 1000 Euro. Okay, sollen wir ihr jetzt hier wohl einfach 1000 Euro payen? Ich gebe ihr jetzt einfach mal diese komischen Papierstückchen zurück. Und 10 Euro Echtgeld? Als ob sie uns jetzt 1000 Euro in ihrem Geld und 10 Euro Echtgeld abknöpfen will. Ich glaub's ja wohl nicht. Vor allem neue Spieler fallen da vielleicht noch drauf rein. Sie können auch mit PaySafe-Card bezahlen. Nein, ich zahle nicht. Was wollen Sie schon tun? Sonst werden wir das an das Support-Team, mit dem wir stark zusammenarbeiten, weiterleiten. Okay, und die machen dann was? Du hast ja nicht mal einen Rang. Du wirst permanent vom Durchrastenstaat verwiesen. Ihr bekommt keinen Permaban, wenn ihr auch sowas nicht reinfallt.
Und nun zahl. Nein, ich gebe dir kein echtes Geld. Wo ist er jetzt hin? Büro. Okay. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt hier mit rein oder sollen wir uns jetzt hier einfach hinsetzen? Okay, ich sitze jetzt hier. Und jetzt ein Schild hat sie mir gegeben. Weil ich kann hier ja nicht mal was setzen. Weiß nicht. Schreib die PSC auf das Schild. Warum auf ein Schild und nicht in den Chat? Damit kein Hacker diesen Code erfassen können. Und was, wenn ich nicht zahle? Du hast ja nicht mal einen Rang. Weißt du, was passiert? Ich denke nicht, dass du von Durchrasten bist. Fallt auch sowas nicht rein. Alle Teammitglieder haben Ränge. Das seht ihr hier auch in der Tablist. Supporter, Supporter Plus, Admin und SkyGuy ist auch gerade da mit seinem Owner-Rang. Komm mal mit, schreibt sie mir. Ja? Wo gehen wir jetzt hin? Stell dich an die Wand. Ich muss dich auf Waffen überprüfen. Oh mein Gott. Diese Kriminellen. Was? Als ob sie mich jetzt einfach umbringt? Als ob sie mich jetzt... Okay, Freunde. Das reicht mir. Ich komme jetzt mit meinem Hauptaccount. Okay, Freunde, ihr seht schon, ich habe meinen Main-Account geholt und wir gehen jetzt einfach direkt zu dem Plot, würde ich sagen. PH-Evertree. So, da sind wir auch schon. Und dann schreiben wir sie doch einfach nochmal an. /MSG-Evertree. Hallo, du Scammerin. Was macht sie? Ja, genau, das Schild habe ich gesehen. Das hilft jetzt auch nichts, wenn du dich da vorstellst. Ich habe das Schild bereits gesehen. Und ich weiß auch, dass du scammst. Fragezeichen, Fragezeichen. Du bist nicht offiziell von Durchrasten. Und hast auch keine Rechte, Geld einzuziehen. Das Schild machen wir jetzt erstmal weg, würde ich sagen. So, und das Schild auch. Und dann bauen wir einfach ein bisschen. Was hat sie geschrieben? Was willst du? Ich spiele hier nur normal. Nein, du bist eine miese Scammerin. Und ich würde sagen, wir verbessern dieses Haus doch mal so ein bisschen, oder? So, das sieht doch dann... Komm mal mit, ey. Ja? Was will sie jetzt von uns? Büro, ja, da waren wir schon mal drin. Stell dich an die Wand, ich muss dich durchsuchen. Jetzt fängt sie wieder damit an. Sie will uns einfach wieder in Lava setzen. Oh, ich habe da drauf gar keinen Bock mehr. Ich mache jetzt hier alles kaputt und dann bannen wir sie weg für Scamming. So, hier noch ein bisschen verschönern. Dann geht's hier aufs Dach rauf. So und so und so. Die Fenster braucht sie auch nicht mehr. Ihre Hühner lassen wir auch frei. So, raus mit euch. Und dann wollen wir doch mal /P... Flag Set Explosion True. Dann nehmen wir uns mal ein TNT und ein Flint und dann geht's jetzt richtig los, würde ich mal sagen. So. Bum, 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 bum. Und jetzt explodiert hier alles schön, so wie es sein soll. Ah, das gefällt mir doch. Das zünden wir auch noch an. Dann noch so ein bisschen hier aufs Dach drauf. Und schon ist nichts mehr übrig von ihrem kleinen Scammerhaus. Das hat sie sowas von verdient. Wie würdet ihr mit solchen Leuten umgehen? Schreibt es mir echt mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, was ihr machen würdet, wenn ihr Supporter wärt. Ich auf jeden Fall werde sie jetzt noch bannen. /tban_evertree 14 Tage Scamming.
Damit ist jetzt von Durchrasten weg. Ihr Plot löschen wir jetzt noch. Und damit war es das auch mit dem Video von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Schaut doch gerne bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wie gesagt, unbedingt meinem Discord beitreten. Bis zum nächsten Video und tschüss.